your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, again. Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Wir eröffnen heute ein neues Projekt und zwar ist es das Spiel Until Dawn und wir sehen schon, die Frau guckt schon ganz genervt, weil ich so lange warte. Das gute Spiel hier, mal hochgezeigt. Ich habe es mir heute gekauft, einfach mal, weil es mich interessiert hat und ich so ein Horrorspiel-Fan bin und ich erzähle euch erstmal, um was es in dem Spiel geht, für Leute, die jetzt zum ersten Mal von dem Titel hören, denn Von vielen meiner Kumpels habe ich über das Spiel erzählt und die erste Frage ist dann meistens, was ist denn das? Und deswegen lese ich euch einfach mal den, was hinten vor, was jetzt hier steht. Du entscheidest, wer überlebt. Als 8 Teenager in der entlegenen Berglodge zurückkehren, wo 2 aus ihrer Gruppe vor genau einem Jahr verschwanden, verfinstert sich die Lage zusehends. Wirst du vor dem fliehen, was dich verfolgt? Wirst du versuchen, dich zu verstecken? Oder wirst du kämpfen und dich behaupten? Du musst in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, die für jedes Gruppenmitglied Leben oder Tod bedeuten können. Schlüpfe in die Rolle von jedem der 8 Freunde, von denen jeder aufgrund deiner Handlung überleben oder sterben kann. Das Schmetterlingseffektsystem zeigt dir die Auswirkungen deiner Entscheidungen und den Pfad, den du eingeschlagen hast. Ich zeige jetzt nochmal hinten, was es ist. Da wird nämlich auch vieles gesagt, was eigentlich das Spiel noch bieten kann. Und zwar ist das Spiel ähnlich wie bei meinem Nebenprojekt Silent Hill, so dass es dich quasi auslässt und dann deine Psyche dadurch eben das liest deine Psyche aus und dann dadurch wird dann quasi das Spiel generiert. Und ich habe das jetzt vor, das zu Let's Playen, weil es einfach ein richtig geiles Spiel ist und ich wollte selber für mich spielen, aber da habe ich gedacht, komm, Let's Play ist es lieber, es ist einfach geiler und ich habe ja das Equipment hier, ja, guck nicht so genervt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was man hier so alles einstellen kann, weil es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Das sind die Audioeffekte, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das Spiel ist auf Deutsch erstmal, also komplette Sprachausgabe ist auf Deutsch, Untertitel habe ich ausgemacht. Und ich habe es auch noch nie gespielt, ich bin jetzt komplett ungespoilert von diesem Spiel, das wollte ich auch machen. Es gibt hier die Bewegungssteuerung, die ich bei mir eingeschaltet habe, dass du mit dem Controller hier das mitbewegen musst, das finde ich cooler. Oder man kann auch zwischen traditioneller Steuerung umschalten, das ist jetzt für die Leute, die sich für das Spiel interessieren. Hier Untertitel, den Originaldialog, das ist der auf Englisch. PlayStation-Kamera wird auch unterstützt, aber ich habe jetzt hier meine PS4 stehen und die hat das nicht. Also ich habe keine gekauft und die globalen Statistiken gibt's auch, aber die werden uns wahrscheinlich nur spoilern. Deswegen machen wir jetzt einfach die neue Geschichte. Habe ich das schon gesagt? Steht das hier hinten drauf? Moment. Ja, also wir müssen in den 18, das ist nur so ein Schneegebiet, wo wir sind und da machen die Urlaub und da spielen dann eben diese Horrorgeschichte. Mehr sage ich nicht. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines kann in einigen Wochen zu einem. Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Ich bin jetzt nicht so schnell mitgekommen. Wie gesagt, ich bin nie weiter wie den Bildschirm hier gekommen. Deswegen. Ja. Die kleinste Entscheidungen kann die Zukunft dramatisch verändern. Hier wird der Schmetterlingseffekt präsentiert, mit dem angegeben wurde. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Alter, die Sounds, ne? Das ist krass. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Das machen wir auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt hoffentlich guck kein. Okay, das geht los. So, noch schon spät Abend, das merkt man hier.
Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Oh, findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt hat? Dana hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Echt gespannt, wie das genau jetzt anfängt. Also, das ist wie ein interaktiver Film, müssen wir jetzt mal sagen. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Jetzt können wir steuern. Ah, so. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Wo laufe ich denn rum? So. Aber warum schlafen die jetzt genau? Genau jetzt, wo das richtig anfängt, fangen die an zu schlafen. Da hinten glänzt was, gehen wir mal hin. Bewegen den Controller zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Halte Erzeuger drücken, um die Flasche zu nehmen. Ah. Ey, wie geil, guck mal. Jeremiah Crack. Entweder es ist ein Bier oder, keine Ahnung, irgendwas Alkoholisches. Ich schmeiß die Flasche weg. Oh, weg? Okay. Gut, dann die legen wir mal wieder hin. Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir können uns auch übrigens so umsehen, wenn wir den Controller drehen. Das geht auch jetzt. So. Mit R2 können wir das nehmen. Hannah, you look so damn hot. Okay. Hannah, du siehst in dem T-Shirt, in dem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. Eieieiei. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott! Matt! Was war hier denn hier? Hannah! Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Zeige mit dem Controller zum Auswählen und X. Da draußen ist anscheinend irgendwas. Okay. Anderen suchen oder. Wie funktioniert das jetzt? Josh wecken? Josh wecken. Oder ist er besoffen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee Josh. Ist. Josh! Fuck! Leute, da draußen ist jemand. Oh, Scheiße. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Ist von... Kann man das mal ganz kurz pausieren? Ich will mal eben schauen, ob man in den Einstellungen... Das geht leider nicht. Nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen?
Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Tutorial, drücke die richtige Schutzmaske, bevor die Zeit abläuft. Also jetzt noch Tutorial, Gott sei Dank. Okay, sicher, schnell. Sicher. Eigene Sicherheit geht immer vor, meine Freunde. Denkt immer daran. Fußspuren folgen. Was will da? Fußspuren folgen oder Geräuschen folgen? Fußspuren folgen. Nee, warte mal, ich hätte Geräusche gemacht. Oh, Scheiße. Oh, nein. Scheiße. Fuck. Shit. Wo steckst du? Benutze das Touchpad wie dargestellt. Okay. Status-Update. Kann man hier auch auf die... Ah, man kann hier auch umstellen. Ich finde die doch nicht so cool. Also, jetzt nicht... egal, wir lassen das einfach mal so. Wenn es irgendwie behindert, dann müssen wir es halt umstellen. Mit der Touchpad-Funktion, weil irgendwie nervt das doch ganz schön. Dass man das immer so drehen muss. Also, wir suchen jetzt nach Hänger. Oh! Um Gottes Willen, mein Herz! Oh! Um schneller zu gehen. Ja, das würde ich jetzt auch lieber. Ich habe aber auch irgendwie ein schlechtes Gefühl hier. Hallo? Hallo? Oh, was ist denn das? Ein... ein Totempfahl. Oh! Ach du Scheiße. Todestotem. Oh nein, warum... Todestotem bedeutet eigentlich, dass die anscheinend umgebracht wurde. Wir gucken uns das nochmal an, ob das die ist. Ob das wirklich Hannah ist. Ah, nein. Kann man das nicht irgendwie nochmal... Sag mal nochmal, kann man das nochmal sehen? Wiederholen. Oh nein, Beth wurde, ist tot. Beth ist tot, scheiße. Beth wurde anscheinend umgebracht, solange, also zumindest sagt das uns der Todestotem. Wow. Was macht denn die jetzt? Achso, es geht mehr. Ach stimmt, das sieht die anscheinend nicht, sondern das sehen nur wir. Handy verloren, scheiße. Nein! Nein! Shit! Fuck! Nein! Oh! Festhalten! Festhalten!
Nein, nicht loslassen! Oh Gott. Oh. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig. Sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Naja, bedenklich. Ich würde sagen, Bedenken. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche. Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Ach nein? Warum? Ich wäre einsam oder ich hätte Angst. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich wäre einsam oder ich hätte Angst, wenn ich da bleiben würde. Ich glaube, ich hätte Angst. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Ja. Interessant. Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. Das ist ähnlich. Erinnert mich gerade irgendwie auch ein bisschen an Silent Hill. Ein Psychiater hat uns gerade schon die ersten Informationen ausgelesen. Und damit wird das Spiel eigentlich offiziell für uns gestartet jetzt. Aber wir haben, glaube ich, schon unsere ersten zwei Toten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, einen ist auf jeden Fall tot. Ob die andere überlebt hat, weiß ich nicht. Jetzt fängt's offiziell an. Sony Computer Entertainment. Supermassive Games. Until Dawn. Ich zeichne jetzt heute auch ein bisschen länger auf. Das sind Folgen, die werden dann unterteilt in mehrere. Und von daher machen wir das dann einfach besser so, dass es dann angenehmer.
Aiden Panettiere. Peter Stormare. Brad Dalton, Remy Malek. Galadriel Steinman, Noah Flies. Jordan Fisher, Nicole Bloom. Megan Martin, Ella Lentini. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Also featuring Larry Fessenden. Das war nur ein Vorgeschmack, aber ich fand's jetzt schon gruselig. Was ich aber nicht verstehe, warum gehen die da nochmal hin, wenn da vor allem das Jahr davor die Schwestern von dem gestorben sind oder die zwei Schwestern gestorben sind? Hallo, da würde ich doch nie im Leben wieder mehr hingehen. Blackwood Pines, ja. Da würde ich doch nie im Leben wieder hingehen. Das ist irgendwie unlogisch. Und wir sind angekommen. Also ich bleib im Bus, ne? Also ich fahr gleich wieder zurück. Ich würde nur dabei sein, dass ihr ja sicher ankommt. Ja. Nein, nein! Memento Mori. 10 Stunden bis zum Morgen. So, sie ist angekommen in Blackwood Pines und das geht los. Oh, scheiße, da ist er. Oh Gott. Was eine freundliche Begrüßung. Da steht ja schon einer mit einer Machete. Sam, Hannahs beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Also gewissenhaft denkt immer selber die Entscheidung nach, was er tut. Umsichtig, dass sie ein sehr breites Umfeld hat, dass er auf viel achtet. Deswegen
umsichtig, abenteuerlustig, erlebt gerne was. Gehen wir weiter. Hallo? Ist jemand hier? Sam, Weg zur Seilbahnstation. 21.02 Uhr. Tutorial. Du kannst den rechten Stick benutzen, um die Kamera zu bewegen. Bewege den Controller zum Unsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Ein Zettel. Was steht da drauf? The gates busted. Climb over, Chris. Oh, was? Verdammt. Ah, Mann, ey. Super. Oh, Scheiße, lassen wir's. Jetzt müssen wir auch noch klettern. Dann beten, was uns nicht verletzen. Ich setze immer auf sicher. Wahrscheinlich springen oder klettern, aber ich bin eher für runter. Alter. Junge, da ist irgendeine ein Penetranter. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Aha, das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Sehr Tutorial. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, drücke dein aktuelles R1. Ah. Gehe zur Seilbahnstation. Okay, dann gehen wir die Infos. Die Zwillinge. Nichts gefunden. Das ist unser, quasi in so einem Vlog gibt's auch alles, dass wir dann erfahren, was wir alles finden. Leute, Entwickler, Vögel erschrecken mich jetzt nicht mehr. Aha. Cool. Death, Black, Butterflies, prophesies the drama's death. The dreamer's death. Danger. Okay, hier gibt's eine Übersetzung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Interessant. Mal sehen, ob wir da irgendwie noch in Berührung kommen. Während du dich umsiehst, kannst du Totem-Artefakte entdecken. Wenn du einen Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorwarnung. Gelb. Gefahr. Gelb bedeutet Gefahr. Oder so, gucken wir uns das nochmal an? Kann man es nochmal angucken? Kann man das nochmal angucken? Status gesammeltes. Also wir haben gelb. Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Gelb. Gelb ist doch Gefahr. Da kann man uns das nicht nochmal angucken. Ah, Mann, Mann, Mann. Aber das ist sehr interessant. Jetzt wissen wir, was bedeutet. Geh
Also wir haben ja auch den Beziehungsstatus, wir können uns es auch mit Leuten vermiesen oder wir können auch, und die Eigenschaften können sich verändern und da passen sich auch meine Eigenschaften quasi dann an in dem Spiel von den einzelnen Charakteren. Was steht denn da?